Ich mache heute mit Ihnen einen Zitronenhändel in einem Chorizo-Paprikasud mit Bohnen und Frigola-Sada. Die Haut des Huhns an der Brustseite etwas ablösen und die Zitronenbutter darunter schieben. In einen gebutterten Bräter geben und mit Zitronenzesten, Thymian sowie Rosmarin würzen. Anschließend bei 190 Grad 30 Minuten braten. Für den Chorizo-Sud Zwiebel und Knoblauch in Olivenöl anschwitzen. Fenchel, Paprika, Bauchspeck und Chorizo zugeben und mitbraten. Mit Tomatenmark und Paprikapulver würzen, Tomaten beimengen, mit Geflügelfond und Wermut aufgießen und dünsten. Anschließend fein mixen und durch ein Sieb passieren. Die Spitzpaprika im Rohr braten und schälen. Einen Teil zu Röllchen formen, den Rest in Würfel schneiden. Mit Fregola Sarda, weißen Bohnen, Basilikum und Chorizo-Sud durchmischen. Das Huhn mit dem Ragout anrichten, etwas Chorizo-Sud zugießen und mit Paprikaröllchen und Basilikum servieren. Mahlzeit!